herzlich willkommen zu Assassin's Creed Origins. Wir machen heute weiter mit der nächsten Quest. Aber vorher wollen wir noch ein paar Fähigkeitspunkte machen. Die nächste Quest heißt übrigens Wasserratten. Aber das machen wir nicht jetzt. Machen wir jetzt. Ich gucke aber gerade kurz wegen Fähigkeiten. Dann haben wir hier parieren. Okay. Ich überlege, warte mal, ich bin gerade ein bisschen mal nachdenken. Meditieren, das machen wir auf jeden Fall noch. Parieren. Wir machen auf jeden Fall das Attentats-EP-Ding. So, dann haben wir das auch. Und weiter geht's mit der nächsten Quest. Nämlich den Wasserratten. Komm, Pferdchen. Wo bist du? Da bist du. Aufsetzen. Nächste Quest. Auf geht's. Warte mal. Scheiße, vorhin nicht verfügbar, warum? Weil ich hier so ein bisschen eingesperrt bin oder was? So, Abflug. Finde die Amanai-Höhle in den Bergen. Die Amanai-Höhle liegt in den Bergen im Nordosten von Nepzifas Haus. Bayek, unser Magi, du bist zurück. Ja, aber jetzt auch schon wieder weg. Bayek, du bist zurück. Hört auch wieder Hallo, weg. Hallo, Thomas. So, Missionsziel wäre in der Nähe. Warte mal kurz. Ah, da. Da ist die Höhle. Sogar ganz in der Nähe. Nämlich direkt hier vorne. Ich gehe mal kurz runter. Ich kam als Kinder oft hierher. Die Banditen sind da drin. So. Ich muss sie erledigen. Wir sollen. Cat? Bist du das? Was machst du da? Bayek, du bist zurück. Sei leise, sie hören dich noch. Ja, warte. Diese Quelle angewiesen. Die Banditen werden schon zahlen. Die Bastarde haben die Quelle übernommen. Beinahe jeder ist ein Teil von Siba. Zieht von dort sein Wasser. Ja, die können wir da vielleicht mitnehmen von? Jetzt. Da ist ein paar von denen, oder? Was will ich mich sehen, nicht? Ihr habt mich nicht gesehen. Weg abschneiden! Oh.
Das ist ein ganz anderes Kampfsystem als auch bei Black Flag. Alter. Warum mache ich da nichts? Alter. Alter, der hat mich ja mehr oder weniger komplett ausgeplayt, gerade der Typ. Der hat mich mal gerade komplett auseinandergenommen, der Typ. Okay. Ich muss jetzt mal hier runter. Soll ich die dann runter? Wie soll ich die denn kriegen, die Typen? Weiß nicht, was Höhle. Ich hätte echt die komplett am Arsch der Welt gespawnt, oder was? Es sind so viele von denen. Cat? Bist du das? Was machst du da? Bayek, du bist zurück. Keine Meinung. Wow, wie viele sind das? Ein paar, ne? Das ist ja nur mal ein bisschen ziehen. Das kann doch nicht sein, dass ich die nicht kriege oder was? Also die sind ja einige, wie gesagt, 1, 2, 4, 5, 6 Gegner. Also weil wenn es das ein Scribble Flag wäre, kein Problem gewesen, sich auch 6 Gegner zu angeln, aber 4, also viele. Geschichte. Ist auch weg. So. Jetzt wurde mir gegenüber noch nicht markiert. Ja, super. So, jetzt habe ich Gegner weniger. Jetzt habe ich mal was weniger. Jetzt muss ich gerade mal so gucken. Geschichte. So, weg mit dir. So, töte die Banditen. Du kannst nicht fliehen. Doch, kann ich. Die Banditen kommen so schnell nicht zurück. So, haben wir die Quest auch platt erledigt. So, das war's schon? Finde eine neue Quest. Okay.
Das falsche Orakel wäre die nächste. Das ist leider jetzt Level 3. Ich muss jetzt ein bisschen leveln jetzt. So, jetzt nehmen wir mal kurz wieder ein bisschen mit hier. Bayek, du hast die Quelle zurückerobert. Den Göttern sei Dank. Die Bauern brauchen sie dringend. Ich bin sehr dankbar, Bayek. Es ist, als hätten wir unseren Magi zurück. Schön, dass ich helfen konnte. Möge Amun mit dir sein, Senni. So, ich plündere noch mal ganz kurz. Splinderblinder, mein Leben gern. Alter Verwalter, so schlecht war, also so ganz ohne waren die nicht. Ich finde, es wird der Miduna Moon. Okay. Ich muss zugeben, dass ich gedacht hätte, das wäre natürlich sogar der Endboss. Wir räumen erstmal hier unten ein bisschen auf. Jetzt mal ganz gucken, ob hier noch irgendwas liegt. Hier ist noch irgendwas. Schwere Keule. Also die brauche ich nicht. Mal kurz. Mal kurz durchchecken, ob hier nicht irgendwo noch was sich befinde, was man vielleicht mal irgendwie gebrauchen kann. Munition voll. Okay. Hier muss noch was sein hier vor. Ach, das sind auch wieder. Bidonamund ist momentan 2 Stufen höher als ich, also es wird wahrscheinlich enger werden, den zu kriegen. Das heißt, wir müssen erstmal Stufe 5 werden überhaupt, bis vor es überhaupt weitergeht, bevor das noch was zum Plündern. Ja, schwere Klingenwaffe, sehr gut, lohnt sich mal jedenfalls. Schutz plündern. Also muss hier noch irgendwas sich befinden, was ich noch nicht gesehen habe. Das sind viele von den Fallköchern. Ich will nur mal ganz kurz die Höhle abschließen. Da fehlt nämlich noch irgendwo ein weiterer Schatz. 3 sollen versteckt sein. Ich sehe es mich gar nicht. Die Höhle ist arschdunkel, ey. Wo zur Hölle ist die? Hier ist der Schatz. Hab ihn. Und damit haben wir die weitere eine Quest beendet. Die Amanai-Höhle. Ja, fast noch nicht. Level 4. Cool. Gut. Das war genau der Gedanke dahinter. Wir haben aber irgendwas gekriegt, was uns helfen kann. Ein Speer oder was das? Oder was war das jetzt gerade? Ein Speer in den Dings. Eine Kriegsaxt, eine Stichelaxt. Gut, nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das brauche ich nicht. Ich behalte mein Schwert auf jeden Fall. Aber, warte mal, haben wir noch eine Inventar. Quatsch, Inventar, Fähigkeitspunkte, so weiter genommen. Nein, aber nicht. Gut, jetzt haben wir fast Level 4. Wir brauchen Level 5, um Miduna Moon zu besiegen.
Der wäre nämlich hier unten irgendwo. Aber, warte mal, haben wir noch irgendwas, was in der Mission Heilerin? Hier wollen wir mal kurz die Nebenquests, würde ich sagen. Kann man mal kurz gucken, ob wir die rüberkommen? Wir reisen nach Siva zurück und machen die die Heilerin, oder was das für die Mission heißt, Seherin, Heilerin. Weil wir brauchen ja ein bisschen Erfahrungspunkte, ne? Gib den Weg frei! Ja. Das machen wir bei der nächsten Folge. Und dann vielleicht mal übernächste Folge mit Dunamund. Bis dahin, tschüss!